Also heute sind wir 14 Tage, nachdem wir die jungen, frisch geschlüpften Königinnen in die Begattungsvölker gegeben haben. Wenn alles gut funktioniert hat, dann sollten die jungen Königinnen inzwischen begattet sein, wieder zurückgekommen und Eier gelegt haben. Und jetzt schauen wir mal rein. Sind also in jedem dieser kleinen Abteile zwei Waben. Und da sind also keine Eier drin auf dieser Seite. Auf der auch nicht. Es sind auch eher wenige Bienen, wie das aussieht. Ah, doch. Wenn man ganz genau schaut, sieht man hier ein paar wenige Eier. Das überzeugt mich aber noch nicht. Schlechtes Licht. Ach doch, hier, schau mal. Eigentlich ein angefangenes Brutnest. Und da mal ein bisschen ins Licht drehen. Und dann pusten wir mal die Bienen weg. Jetzt sieht man hier tatsächlich einzelne Maden. So. Das heißt, hier ist eine begattete Königin drin. Dann müssen wir die jetzt finden. Die etwas größeren, dickeren, das sind die Drohnen. Auf dieser Wabe kein Brutnest. Und ich erkenne, aber hier sind viele Eier drin, viele Stifte. Ach, das ist ja schön. Jetzt drehe ich es mal ein bisschen in die Sonne. Dann kannst du hier in diesen Zellen die Eier bewundern. So, dann müssen wir nur noch die Königin finden. Ja, hier auf der Seite. Da ist die Königin. So, jetzt geht sie auf die andere Seite. Hier kommt sie wieder. So, und die fangen wir jetzt raus. So, hier ist sie. Recht kleine Königin. Und das kleine Brutnest zeigt auch, dass sie noch nicht lange beim Eierlegen ist. Sie ist wahrscheinlich erst wenige Tage begattet. Jetzt klemmen wir sie da oben in diesen Dach ein bisschen ein, damit sie sich nicht wegbewegen kann. Handgriffe, die jetzt folgen, die habe ich noch nicht wirklich verinnerlicht. Muss ich eigentlich noch üben. Also das ist jetzt ein Opalitleim. Ein Tropfen Opalitleim. Ach, der ist so. So, jetzt kommt eine etwas hässliche Sache. Jetzt kriegt die Dame nämlich einen ihrer Flügel etwas abgeschnitten, damit sie nicht mehr fliegen kann. So, das war's.
auf dass ich sie bei allen folgenden Durchsichten auf einen Blick erkenne. Die Jahresfarbe, die Farbe des Blättchens, rot, zeigt das Geburtsjahr 2018 an. Und drin ist sie. So schaut's aus.